So, hallo und herzlich willkommen, liebe Pearl TV Zuschauer. Heute haben wir im Gadget des Tages mal was ganz Außergewöhnliches, nämlich einen wunderschönen Samovar. Und ja, mit dem kann man richtig mal Tee trinken, zelebrieren, sage ich. Das ganz stilvoll machen, natürlich auch mit Konzentrat, hat immer heißes Wasser. Und es sieht auch noch verdammt gut aus, oder Carsten? Da hast du vollkommen recht. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich habe viele Samovars in den letzten Jahren gesehen. Ich bin also häufiger mal in der Türkei im Urlaub gewesen, gute Freunde besucht und da steht ja dann mittlerweile fast überall so ein toller Edelstahl-Samovar. Allerdings kann man tatsächlich über die Optik definitiv streiten und auch das, was ich da an Preisgefügen gesehen habe, hat definitiv mein Budget etwas gesprengt. Jetzt haben wir hier eine sehr, sehr schöne Variante für Sie, liebe Zuschauer, mit 3,5 Liter Fassungsvermögen. Das heißt, da kann man also wirklich schon Tee oder grundsätzliche Heißgetränke in einer Perfektion zubereiten, die einfach nur sensationell ist. Da ist der Genuss vorprogrammiert. Ja, und es ist so denkbar einfach, Sie haben es gerade gesehen, Wasser reinfüllen. Bis zu 3,5 Liter habe ich hier Fassungsvermögen, dann einschalten und einfach warten, bis er aufgeheizt ist. Das sieht man dann vorne an den beiden Kontrollleuchten. Wenn rot und blau leuchtet, dann ist er noch in der Aufheizphase. Und wenn dann das rote Licht ausgeht und nur noch das blaue brennt, dann weiß ich, jetzt ist er warm, jetzt hält er die Temperatur. Und dann kann man das so machen, wie wir es nebendran haben. Wir machen einfach ein Teekonzentrat. Man kennt das vielleicht von einem oder anderen arabischen Cafés. Ja. Da wird das gerne gemacht. Das Teekonzentrat, dann machen wir doch gerade mal einen Schluck. Bei den Türken habe ich das häufiger gesehen. Die haben oben immer so zum Warmhalten das Konzentrat. Das ist hochkonzentriert. Das würde so wahrscheinlich nicht schmecken. Nur, dass natürlich jeder seinen unterschiedlichen Geschmack hat oder seinen Tee selber gerne zubereiten möchte. Da habe ich durchaus Verständnis für. Jetzt nimmt man einfach das Konzentrat und nimmt genau die Menge, die man haben möchte. Da tastet man sich ein Stück weit ran. Mir persönlich würde das ehrlich gesagt schon reichen. Ich stelle es wieder rauf, dann hat man hier auch eine schöne Warmhaltemöglichkeit und jetzt kommt eigentlich nur noch genau die richtige Menge an heißem Wasser dazu und das eben aus dem eigentlichen Samovar. So, mein Tee wäre an dieser Stelle fertig. So, lecker sieht das aus und duften tut es richtig gut. Duft, ja, du darfst nur ruhig, auch ich mache mir selber eins, danke schön. Sonst hätte ich jetzt auch nochmal nachgelegt. Also ich trinke das auch sehr, sehr gern, den Tee so, weil das hat irgendwie auch sehr viel Stil, finde ich. Und sehr heiß, aber es lecker. Ist immer sehr, sehr, eben, immer heiß. Ja. Ich brauche keine Angst zu haben, dass mein Tee kalt wird. Und es ist halt auch wirklich stilvoll. Es sieht toll aus. Mittlerweile kocht es hier schon. Und wir sehen hier also wirklich ganz, ganz leichten, aber hervorragend verarbeiteten Kunststoff. Das Ganze mit, gemischt mit hochwertigstem Edelstahl. Und so sehen Sie, jetzt habe auch ich meinen Tee Getränk fertig. Und schau mal, ist jetzt etwas klarer als meiner. Das heißt, meiner ist jetzt vom Geschmack her etwas intensiver. Deiner ist jetzt vielleicht nicht ganz so intensiv. Man, das aber ist ja doch wurscht. Jeder mischen, wie er selber will. Einfach mal ausprobieren, wie ich das gerne hätte. Und ja, dann kann man Tee richtig genießen. Und das alles wieder mal für kleines Geld. Nämlich 37,91 € kostet heute unser Gadget des Tages hier. Dieser wunderschöne Samovar. Und ich finde das immer beeindruckend, wenn du irgendwo in eine Küche kommst und solche Geräte stehen dort. Das ist immer gleich ein Ausdruck von Stil, von Eleganz, von, ich sage jetzt mal, Lebenskultur. Und wenn ich dann sowas Schickes für so kleines Geld bekomme, dann sollte ich einfach zuschlagen. Du hast recht. 37,91 €, um da einfach mal Tacheles mit Ihnen zu sprechen, liebe Zuschauer, für unseren wirklich wunderschönen Samovar. Ich denke, das sehen Sie zu Hause ähnlich. Ursprünglich empfohlener Verkaufspreis seitens des Herstellers liegt hier bei knapp 70 €. Bei 37,91 € kommen wir raus. Zu bestellen bitte mit der NC3652 und der 569. Übrigens, ob man das so macht mit dem Konzentrat hier oben oder ob man natürlich auch zum Beispiel mal aus einem Teebeutel heraus da ganz einfach seinen Tee zubereitet, das ist jedem selbst überlassen. Man kann auch die Kanne weglassen zum Beispiel und einfach den Deckel draufsetzen. Funktioniert also genauso gut. Jeder so, wie er es möchte. Der hat ja wirklich viel Kultur. Also nicht nur bei den Arabern, wo ich schon gesehen habe, bei den Türken, sondern auch russische Tradition. Und alle russischstämmigen oder welche mit russischen Verwandten werden das eh schon lange gesagt haben. Hey, das kommt doch aus Russland. Also egal in welchem Land, es hat überall Kultur. Ja. Und der Tee schmeckt einfach hervorragend. Es sieht toll aus. Und wenn Sie der gleichen Meinung sind, dann sollten Sie jetzt zuschlagen. Denn so günstig wird es wahrscheinlich nicht mehr. NC3652 und die 569 ist die Bestellnummer. Und der Preis 37,91 €. Siehst du, 3 Minuten kocht, ist jetzt fertig. Und jetzt kann ich hier oben auch zum Warmhalten benutzen. Also wirklich ein tolles Gerät für tollen Teegenuss. Rufen Sie an und sichern Sie sich Ihren Samovar.